Herzlich willkommen zu diesem iMichael-Tutorial. Mit iMichael können Sie beliebig viele Unterrichtsausfälle verwalten und automatisch Rückerstattungen berechnen lassen. Die Erfassung von Abwesenheiten kann direkt in iMichael oder über Ihre Lehrkräfte in der Musikschul-App erfolgen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Grundlagen für die automatische Berechnung von Unterrichtsausfällen definieren, dafür die Abwesenheitskategorien festlegen und diese für Ihre Musikschul-App verfügbar machen. Zur Orientierung ein kleiner Hinweis. Sie sehen das Startfenster von iMichael. Die Grundeinstellungen zur Berechnung von Ausfällen legen Sie sowohl in der Fächer- als auch in der Personalverwaltung fest. Aber alles der Reihe nach. Öffnen Sie die Fächerverwaltung und wählen Sie den Reiter Tarife aus. Dort können Sie den Ausfallquotienten hinterlegen. Dieser gibt an, welcher Anteil der Unterrichtsgebühren dem Teilnehmer bei Unterrichtsausfall erstattet wird. Diese Vorgabe ist pro Tarif individuell definierbar. So können Sie beispielsweise den Wert 0,25 eintragen, damit je ausgefallenem Termin in diesem Tarif ein Viertel der Unterrichtsgebühr erstattet wird. Zusätzlich können Sie die Ausfallperioden definieren. Diese können sich auf das Schul- oder Kalenderjahr beziehen oder auf einen anderen in Ihrer Musikschule üblichen Zeitraum. Legen Sie außerdem die Anzahl der Termine fest, welche innerhalb dieser Ausfallperiode nicht erstattet werden sollen. Tragen Sie beispielsweise eine 2 ein, erfolgt die Erstattung ab dem dritten Ausfall. Zusätzlich ist es möglich, auch komplexe Formeln einzugeben, wenn Sie ganz besondere Ausfall- und Erstattungsregelungen an Ihrer Musikschule haben. Damit sind die Vorbereitungen in der Fächerverwaltung abgeschlossen. Wechseln Sie nun in die Personalverwaltung, um die Ausfallkategorien festzulegen. Dazu öffnen Sie die Einstellungen und klicken dann auf Abwesenheiten. Tragen Sie ein, welche Ausfallkategorien es gibt. Als nächsten Schritt können Sie je Kategorie individuell einstellen, welcher dieser Ausfallgründe auch von Lehrkräften in der Musikschul-App verwendet werden darf. Darüber hinaus können Sie festlegen, wie die einzelnen Kategorien auf Schülerseite in der App dargestellt werden. Sie können somit festlegen, dass beispielsweise bei Eltern in der Musikschul-App der Ausfall Lehrkraft krank neutral als Feld aus dargestellt wird. Dies vermeidet Rückschlüsse auf personenbezogene Gründe. Außerdem können Sie bestimmen, welche Ausfälle bei der Berechnung von Honoraren berücksichtigt, welche bei Rückerstattungen einbezogen und welche sofort erstattet werden, ohne die Einstellungen Ihrer Ausfallperioden zu berücksichtigen. Ebenso können Sie zu einer Ausfallkategorie einen Quotienten eintragen, der abweichend von Ihren Tarifvorgaben gilt. Somit können Sie beispielsweise vorgeben, dass Corona-bedingte Ausfälle anders behandelt werden. Nun sind Ihre Ausfallkategorien und deren Auswirkung auf die Gebührenerstattung definiert. Wie Sie als Verwaltung der Musikschule in iMichael Unterrichtsausfälle eintragen können, zeigt Ihnen der zweite Teil dieses Tutorials. Vielen Dank fürs Zuschauen!